Wenn mich Menschen anrufen wegen einer Bestattung, weil jemand der Angehörigen gestorben ist, dann geht es manchmal auch in dem ersten Gespräch um die Frage, ja, wie soll denn die Bestattung eigentlich stattfinden? Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Die Hauptzwei Alternativen sind eine Urn- oder eine Erdbestattung. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum wir bei dieser Frage nicht nur in die Bibel schauen sollten, sondern auch insgesamt, was für Argumente für das eine oder andere sprechen. Mir sagen manchmal Menschen, ja, es geht mir auch um die Kosten. Mir geht es um den Pflegeaufwand für das Grab. Und weil ich vielleicht weiter weg wohne, ich überlege mir wirklich, wie ich das machen sollte. Augenscheinlich hat die Feuerbestattung einige Vorteile. Die Frage nach einer Bestattung allerdings hat auch noch andere Aspekte als die der Kosten. Wenn zum Beispiel nicht klar ist, wie der Verstorbene oder die Verstorbene darüber gedacht hat. Manche Christen fragen sich auch darüber hinaus, ob die Feuerbestattung überhaupt das Krematorium mit der Bibel zu vereinbaren sind. Schließlich gibt es die Überzeugung, dass Verbrennen des Leichnams etwas mit dem Gericht Gottes zu tun hat. Was sagt die Bibel zum Thema, ist es eigentlich egal, wie man beerdigt wird? Wie verhalte ich mich so, wie Gott es möchte, werde ich auch immer wieder gefragt. Über die Frage nach dem Krematorium hat es unter Christen schon immer Meinungsverschiedenheiten gegeben. Aber sie waren nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Im Laufe der Geschichte der Menschheit haben sich ja viele verschiedene Bestattungsarten herausgebildet. Zunächst gab es im vorderen oder mittleren Orient, in Ägypten, Assyrien, Babylon und Israel die Erdbestattung. Die Bestattung in Höhlen. In der Regel wurden die Verstorbenen in Israel also nicht einfach in die Erde gelegt, sondern einbalsamiert bzw. eingesalbt und in Leinen gewickelt in die Erde oder in ein Höhlengrab gelegt. Särge gab es noch nicht. Auch die Ägypter balsamierten bekannterweise ihre Toten ein. Reiche Ägypter bauten zudem für die Steingräber oder Pyramiden sogar noch etwas ganz Besonderes. Zur Zeit Jesu wurde überwiegend die Höhlenbestattung praktiziert. Johannes, der Evangelist, beschreibt zum Beispiel das Grab von Lazarus als Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Auch Jesus wird in einer in den Felsen gehauenen Gruft gelegt. Der Leichnam wurde einbalsamiert oder eingesalbt und in Tücher gewickelt. Oft wurden später die Knochen in eine extra Kiste gelegt und in eine separate Höhle gelagert, oft auch die Gebeine mehrerer Verstorbenen gemeinsam. Die Christen übernahmen diese Praxis von den Juden. Später in Rom gab es dann die Katakomben oder unterirdische Friedhöfe, die in den Fels gehauen wurden. Es waren einzelne Felsnischen, die mit einer Steinplatte verschlossen wurden. Römer, Juden und Christen bestatteten so ihre Verstorbenen. Damals fing man an, diese Platten mit Namen und Todesdaten zu beschriften und später auch zu verzieren. Etwa ab dem 5. Jahrhundert ging man zu der bis heute üblichen Erdbestattung über. Nun kamen Christen durch ihre missionarischen Aktivitäten auch in die Gebiete der Kelten, der Germanen oder Sklaven, und in diesen Kulturen wurden die Verstorbenen oft verbrannt. Viele Christen meinten, diese Praxis sei heidnisch und lehnten sie ab. Schließlich ist diese Art der Bestattung gerade nicht in der Bibel bezeugt, und darüber hinaus galt das Verbrennen von Leichen damals als Strafe für Menschen mit grobem Vergehen und sollte der Ausrottung von Götzendienst dienen.
Die völlige Vernichtung durch die Verbrennung sollte deutlich machen, dass Gott den Götzendienst nicht toleriert. Nicht alle Christen teilten diese Meinung bis heute. Schließlich geht es im Neuen Testament nicht in erster Linie um den Tod und das Sterben, sondern um etwas anderes, nämlich um die Auferstehungshoffnung. Eigentlich, sagt die Bibel, ist, wie der Leib stirbt, erst einmal Nebensache. Zentral ist, dass er aufersteht. Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus diesen Punkt besonders deutlich. Der menschliche Leib wird sterben und vergehen, zum Beispiel in der Erde. Aber bei der Auferstehung bekommt der auferstandene Mensch einen Auferstehungsleib. Der vergängliche Leib wird in einen unvergänglichen Leib umgewandelt. Wie der menschliche Leib vergeht, spielt dafür für Paulus keine Rolle. Sonst hätte er wohl in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen. Entsprechend gibt das Neue Testament auch keine Vorschriften, wie Christen bestattet werden sollten. Die ersten Christen hielten sich einfach an die überlieferten Gebräuche der Juden. In der weiteren Geschichte der Kirche verbot erst Karl der Große so um 784 nach Christus die Feuerbestattung. Die alte Kirche konnte zwar die Erdbestattung als alleinige Form biblisch nicht begründen, verwarf aber die Feuerbestattung als unchristlich. Später wurden zuvor exkommunizierte Christen bewusst auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Zudem durften ihre kremierten Leichname nicht kirchlich bestattet werden. Unter dem Einfluss von Renaissance und Aufklärung führten kirchenkritische bis kirchenfeindliche Menschen die Feuerbestattung wieder ein, unter anderem auch als Gegenbewegung gegen die kirchliche Lehre und die Gewohnheit der Christen. Sie wollten damit zeigen, dass nach dem Tod sowieso alles aus ist. Später, am Anfang des 20. Jahrhunderts, griffen Marxisten und Freidenker ebenfalls die Feuerbestattung auf und forderten gleichzeitig zum Kirchenaustritt auf. Dies führte so weit, dass die katholische Kirche sogar eine Parallelität sah zwischen Feuerbestattung und dem Austritt aus der Kirche. Erst 1964 erlaubte sie die Feuerbestattung und das anschließend kirchliche Begräbnis. Die evangelische Kirche zögerte erst, dann erklärte sie die Feuerbestattung zu einem Thema, das unterschiedlich gehandhabt werden kann. Heute sind die Formen der Bestattung noch viel vielfältiger geworden. Neben der Erd- und Urnenbestattung gibt es die Bestattung im Friedwald, auf See, die anonyme Bestattung, die Bestattung in einem Rasengrab oder in einer Begräbniskirche. Besonders einfallsreiche Menschen lassen aus dem Kohlenstoff ihres Körpers Diamanten herstellen oder lassen ihre Überreste ins All transportieren. Generell herrscht in Deutschland Bestattungspflicht. Das bedeutet, dass gerade die letzte Möglichkeit hier nicht gestattet ist. Bleibt die Frage: Gibt es für heutige Christen Hinweise auf eine Bestattungsform, die man biblisch nennen könnte? Einige praktische Hinweise helfen schon weiter, denke ich. Zunächst können wir festhalten, dass die Bestattungsart geistlich gesehen auch heute Nebensache ist. Christen bekommen einen neuen Auferstehungsleib, ganz gleich, was mit ihrem ersten Leib passiert ist. Letztlich gibt die Bibel keine eindeutige Auskunft über eine richtige Bestattung. Sie beschreibt lediglich unterschiedliche Formen. Da der Tod und der Umgang mit Toten eine höchst emotionale Sache ist, sollte man dies in seinen Überlegungen allerdings einbeziehen. Gerade die Bestattung ist für die Verarbeitung des Todes eines Menschen von
entscheidender Bedeutung. Und eine Feuerbestattung wird in der Regel emotional anders empfunden als eine Urnenbestattung. Hier sollte jeder selbst genau überlegen, welche Möglichkeit man aus welchen Gründen wählt. In Ruhe. Die grundlegende Frage dabei ist, wie Angehörige besser mit dem Tod umgehen können. Darum frage ich manchmal, wenn ich dann angerufen und gefragt werde, wie stellen Sie sich denn vor, kann Ihre Trauer besser gelingen? Eher bei einer Erdbestattung oder eher bei einer Urnenbestattung? Es ist gut, das schon vorher einmal mit dem nächsten Angehörigen zu besprechen, auch wenn das kein Gespräch ist, auf das man sonderlich sich freut. Aber es ist wichtig, miteinander zu überlegen, was hättest du gerne, was hätte ich gerne, was täte dir in der Trauer gut, was mir. Dazu gehören auch die Frage, ob die Angehörigen die verstorbene Person noch einmal in Form der Aufbahrung sehen will, die die Trauerfeier mit Liedern, Bibelworten und so weiter gestalten werden sollte. Auch hier ist es besser, vorher in Ruhe zu überlegen, als dann durch überstürzte Entscheidung einen guten Trauerprozess aufs Spiel zu setzen. In einer Zeit, in der Sterben und Tod immer mehr zu einem Tabu werden, können dadurch Christen ein Zeichen setzen. Das Sterben gehört zum Leben auf dieser Erde dazu. Darum gehört auch ein würdiger Abschied. Leider werden heute viele Sterbende noch schnell ins Krankenhaus gebracht, aus Angst, dass man sich vielleicht Vorwürfe macht, man hätte nicht alles getan. Dabei ist es vielleicht gut, besser in Ruhe möglichst zu Hause Abschied zu nehmen. Entscheidend ist allerdings die Würde des Sterbenden zu achten. Und gerade in solchen Situationen gibt es die Chance, als Christ ein Zeugnis für andere zu sein, mit Auswirkungen, die über den Tod hinausreichen. Dazu wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund. Musik